Mach das. 3, 2, 1. Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Livestream mit uns beiden geilen Nudels. Guten Tag! Hi! No, mein Sky ist angesagt. Ja, eine passende... Aua, aua, aua. Ein passender Ausgleich zu dem ganzen Battlefield 5 Geballere. Und zwar steht heute an, Robins Klasse A Fighter fertig zu machen, ne? Und ich hab mal nochmal geguckt, Robin, den gleichen Fighter, den wir damals im, in der Raumstation gesehen haben, der auch schon besser war, war ein Klasse C Fighter gewesen. Okay. Oder B, eins von beiden. Heißt, du hast nochmal eine viel, viel krassere Nudel. Yeah. Alter, sag mal, hat sich das, ist der Sound irgendwie auch lauter geworden oder so? Nö. Alter, der Regen, der fegt dir ja alles aus dem Gehirn. Der ist halt auch um dich rum, ne? Mein Impulsantrieb ist kaputt. Ich brauche ein hermetisches Siegel. Ich baue mir jetzt ein hermetisches Siegel. Alles klar. Ich mache dann auch 15. Vielleicht fliegt dir dann nicht mehr alles um die Ohren. Ja, ich kann einstellen, was ich will. Das ist genauso laut. Alter, ist das kacke. Und was, eine Metallplatte. Okay. Was brauchst du jetzt von mir? Eigentlich bin ich zufrieden. Also im Regen ist ganz schön kacke, draußen rumzurennen, möchte ich mal kurz sagen. Ja, deswegen repariere ich das Schiff auch von innen gerade. Gut, was brauchst du noch so für Stuff? Ich kann ja mal gucken, was ich noch hab. Yo, Moment. Also Impulsantrieb läuft wieder, Startschubdüse läuft wieder. Hyperantrieb. Ich brauche chromatisches Metall und zwei Mikroprozessoren. Oha. Und noch mehr chromatisches Metall für die Schilde. Mikroprozessoren, die craftet man, ne? Wenn man das Rezept hat, ja. Du hast das Rezept, ne? Ja, ich meine, ich hatte das mal gekriegt irgendwo, ne? Also chromatische Metall, das sollten wir hinkriegen. So. Mikroprozessor. Warte mal. P. Scheiße, woraus kriegt man nochmal chromatisches Metall? Aus magnetisiertem Ferrit, ne? Nee, doch. Kupfer zum Beispiel. Ach ja, stimmt, okay. Dann Feuer. Achso, Treibstoff. Anleitungen, hergestellte Produkte, Mikroprozessor. So. Gegenstand nach Bauplan herstellen. Also ich werde ja nichts sagen, ne? Aber alle 2 Minuten beginnt hier ein Sturm. Wir sollten uns, glaube ich, beeilen mit dem Scheißzeug. Ich brauche... Ach du Scheiße. 2 Kohlenstoff-Nanorohre kann ich mir selber bauen, aber ich brauche raffiniertes chromatisches Metall. Also ja, chromatisches Metall halt. Aus der Raffinerie. Ich habe, wie viel chromatisches Metall? Aus Kupfer, Cadmium, Emeryl oder Indium. Ich habe 30 chromatisches Metall. Wie weit kommst du damit? Recht weit. Okay, warte, dann gebe ich dir das schon mal. Danke sehr. So, jetzt brauche ich noch Kohlenstoff-Nanorohre. Dann gehe ich mal Kupfer farmen, ne? Ja. Was war nochmal? Scan die Taste? F, ne? Ne, V. Ne, G. Was war die Taste nochmal? F? Ne, für allgemein Scan. Oder meinst du diesen Scan-Impuls? C. C wie Scanner. Völlig logisch. Ja, du hast vollkommen recht, wie konnte ich noch nicht selber drauf kommen? Ich weiß auch nicht. Boah, das ist... Hier kannst du nicht rumrennen, Alter. Es ist viel zu heiß. Sorry, aber ich muss warten, bis der Regen ein bisschen nachlässt. So, wo ist denn jetzt dieses beknackte... Och ja. Nee, ich hab ein Rezept für einen Quantumprozessor. Und nicht für einen Mikroprozessor. Das hackt ja jetzt Balls. Okay, Sprungantrieb ist nicht drin. Echt nicht? Ja, das können wir aber auch noch reparieren. Ich meine, wie viel brauchst du noch?
Ja, ich brauche noch zwei von diesen Mikroprozessoren, die ich nicht bauen kann halt. Das ist ein Problem. Ich dachte, einer von uns hätte schon Bescheid gesagt. Ja, aber ich habe gerade geguckt, ich habe ein Rezept für einen Quantumprozessor, aber nicht für einen Mikroprozessor. Okay. Vielleicht hatten wir das im Kopf. War das nicht so, müssen wir die Rezepte kaufen oder... oder, war das an dieser komischen Barke, die wir gesetzt haben? Man kann die auch manchmal kriegen. Okay. Robin? Ja. Sag mal, kann es sein, dass es hier nur regnet? Nö, gerade war es schön. Echt? Also bei mir geht jetzt nur gerade die Sonne auf und es regnet trotzdem. Ja, es wird halt Tag, ne? Das heißt ja nicht unbedingt, dass der Regen aufhören muss. Ja, aber ich meine mal nur, ne, das hat die ganze Nacht halt schon geregnet. Sturm löst sich auf. Ja, Sturm löst sich auf, ne? Ach, weißt du was? Was? Ich repariere den ganzen Bums einfach gar nicht. Das Ding kann ja jetzt fliegen. Ja. Also fliege ich das einfach nach oben. Zur Station. Und vertick das für was das funktioniert. Was hältst du davon? Ach, du willst das Schiff doch nicht behalten? Ich würde sagen, ich gucke erstmal, was es sonst noch gibt. Meinst du nicht gut? Ja, ne, klar. Vielleicht finde ich ja noch ein klasse A-Schiff, was heil ist. Ja. Ne, ich bin da. Okay. Mit. Gut, dann packe ich die hier wieder ein und dann können wir losfliegen. Nur denk drin, was wir vorhatten, ne? Ups. Ja, was denn? Ganz viele Zellen basteln, um zum nächsten Missionsding zu kommen. Alter, die Maus sind wie ich hatte so Otti Lab. Hat sich doch auch wieder verändert. Da drüben ist übrigens ein Gebäude. Kleine Siedlung. Boah, das ganze Schiff ist ein einziges Trümmerfeld. Gefährlich, gefährlich. Alarm, Alarm. Wetten, wenn ich das hier aufkriegen würde, wären dann die Mikroprozessoren drin? Ich fürchte ja. Kriegst du es auf? Wir brauchen 10 reines Ferrit. Haben wir das? Wir können das in die Raffinerie schmeißen, wenn du Bock hast. Aber wir haben keins mehr so direkt auf Tasche, ne? Ich habe magnetisiertes Ferrit und Ferritstaub, aber ich habe kein reines Ferrit. Das ist doch für ein Arsch. Ich habe 70 reines Ferrit. Oh ja, dann gib mal 10. Jo, mache ich. Sofort, ich komme. Eil, ich fliege! Ui. Solange scanne ich hier Bäume. Glückwunsch. Ja, Reisemeilenstein erreicht. Du kriegst ja auch für jeden Meter ein Achievement, ey. Ja. Ist zwar ganz hübsch, aber meistens auch nervig. So, 10 Stück willst du haben, ne? Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Wie teile ich das denn nochmal auf? Steht da, ich glaube, irgendwas mit Q und E, W und A, W und S. Keine Ahnung, steht unten dran. Schnellziel ändern. Stapelgröße. Das Schiff sieht schon echt schön aus. Echt, jetzt bist du vor mir weggelaufen. Du bist außer Reichweite, Mann. Hä, wo bist du? Ach, da bist du. Ich habe mich gerade extra neben dich gestellt. Komme. Es ist übrigens W und S. Okay. Es wird wieder heiß, Robin. Nicht identifizierte Pflanze. Ich habe dir jetzt trotzdem 70 feines Ferrit gegeben. Reines Ferrit. Ich weiß nicht warum.
Aber gib mal den Rest hast wieder. Hast du geklickt, nachdem du den Stapel verändert hast? Nein, ich hatte nur halt auf dich gedrückt. Ja, als er mir halt schon die 10 angezeigt hat. Ja, das war der Fehler. Du musst erst den Stapel teilen, beide Stapel in dein Inventar legen und dann kannst du einen Stapel handeln. Ach so, ja, dann gib mal den Rest wieder gleich, wenn du fertig bist. Ja. Oder willst du jetzt den Sturm abwarten und mich dann hart betrayen hier wegen meinem genau. Geld? Genau, ich zieh dir 60 reines Ferrit ab, weil ich dann bin ich reich, ey. Ja. Na komm, was war da drin? Ein Apfel und ein Ei. Nix? Wie nix? Das kann nicht sein. Aber doch nicht. Ach, und hier muss ich auch noch was öffnen. Mit chromatischem Metall. Und mit Natriumnitrat kann ich, aber chromatisches Metall habe ich nicht mehr. Schade. Kriege ich jetzt mein Stuff wieder? Ja, warte, ich übertrage. Guck mal da, wie er immer so tut, ja? Der Laberkopf. Will alles zack. Wieder haben. Ja, chill. So, zack. So, dann gucken wir mal, sagst du. Also ich habe 250 Kupfer, so ist das nicht, ne? Wir brauchen nur so eine Dings aufstellen und dann hier durchjubeln. Ja, kriegen wir chromatisches Metall. Ja, das brauche ich auch. Ach so, ja, sag das doch. Alter Vater, ist das laut. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nee, ich auch nicht. Wir fliegen hier die Löffel weg, Alter. So, Station steht! Nice. Ich steck ihn rein. Ja, steck doch. Wo steht die denn? Vor deinem Schiff. Ach, da. Ey, Blindo. Direkt hinter mir. Kupfer. Boom. Treibstoff, was stecken wir rein? Kohlenstoff. Also im Schiff sind kuschelige 19 Grad, das finde ich nice, aber da draußen ist echt nicht gut. Nee, das stimmt wohl. Leider nicht. Vor allen Dingen, dass das alle 20 Sekunden neu regnet, ist schon ein bisschen brutal. Ja, also wie groß ich rumrennen kannst du nicht. Ich würde auch sagen, hier zum Zellenfarben würde ich irgendwo anders hinfliegen wollen. Ja. Aber das hier war halt unsere Quest, ne? Ja. Das stimmt. Und wir haben ja immer ein gutes Schiff gefunden, ne? Ja. So, sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ja, 65%. Ein bisschen durchlaufen muss er noch. So, jetzt muss ich erstmal gucken, welche Questen ich noch habe. Kreaturen füttern. Ich weiß gar nicht, was du immer für Quests annimmst. Ey, Kreaturen füttern. Wertvolle Gegenstände gesucht. Reise zu den Koordinaten des Fremden, das ist, glaube ich, was wir gerade, wo wir gerade sind, ne? Nee. Glaub nicht. Lokalisiere die Daten. Sind wir bei Atlas-Samenbergen? Nee, erwachen. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall, glaube ich, als nächstes ewig weit fliegen. Nee, wir sind hier bei unserer Quest. Hier repariere das Notrufsignal des Fremden. Das ist das, was hinter meinem Schiff steht. Ach so. Ja, guck, siehst du, da ist alles easy. Also, alles gut. Wir sind hier, wo wir sein müssen. Gut, gut, gut. Ach, kacke, ich habe jetzt den Stream King angelassen. Ach, sorry, geil, bleib jetzt an. Steht eh nichts Wichtiges da. So. Können wir jetzt? Signal läuft wieder.
Sehr gut. Ich starte das Notrufsignal mal. Es gibt keine Lebenszeichen. Man hört nur das Rauschen eines beschädigten Kommunikators. Sollen wir die Aufzeichnung mitnehmen oder einfach gehen? Nimm mit. Okay. Welche Nachricht auch immer hier einst war, wurde unwiderruflich verschlüsselt. Das Einzige, was ich entziffern kann, ist der Name des Piloten. Artemis. Wer auch immer das war, ist längst fort. Die einzigen intakten Daten sind ein Satz Pläne. Ich dachte, die einzigen intakten Daten wären der Name gewesen. Das ist ganz schön viel einzig. Oh ja. Die einzigen intakten Daten sind ein Satz Pläne. Ein Upgrade für meinen Bergbaustrahl. Neue Technologie entdeckt. Impulswerfer. Okay, das ist ein Upgrade für den Bergbaustrahl? Das ist eine dicke Knarre, Junge. Du rotzt dir immer so ein Loch da rein, dann ist vorbei. Spezieller Schnellfeuerwaffenaufsatz. Dafür braucht man 200 Deuterium, ja, ist ja nix. Das kriegst du von Viechern, ne? Deuterium? Nee, das ist ein radioaktives Material. Das kriegst du, glaube ich, nicht von Viechern. Okay. Ja, das heißt, was machen wir jetzt? Suche nach Hinweisen zu Artemis auf dieser und auf anderen Welten. Ja, aber ich müsste jetzt eigentlich erstmal wirklich zur Station jägern. Ja, komm, dann organisieren wir dir jetzt ein Schiff. Okay, ich starte die Motoren. Jo. Alter. Was? Die Karre knirscht und knackt, als würde die gleich direkt wieder runterfallen. Sagst du wieder Millennium Falcon, oder was? Das ist aber ist schon echt nicht schön, muss ich echt mal sagen. Ja, ist halt schon ein paar Tage da am Liegen, ne? Ja. Ich muss erstmal ein bisschen den Antrieb durchdübeln hier. Wahrscheinlich noch ganz viel Dreckklumpen drin. Eingehende Nachricht, Grußkanal geöffnet. Was? Warum ja, kriegst du eine Nachricht? Oh, das ist Artemis. Wo? Ist da draußen jemand? Es ist draußen, es... Etwas stimmt nicht mit. Fuck. Fragen wir, was nicht stimmt, oder identifizieren wir uns erstmal? Oh, ich muss nochmal zurück. Musst du es auch machen? Ja. Okay, aber sag mal, was wir machen. Fragen oder identifizieren? Im Grunde wissen wir doch, wer das ist, oder? Lass mal erstmal identifizieren. Identifizieren, okay. Ich sage dem Fremden, dass ich ihn hören kann. Einen Moment lang herrscht Stille. Das einzige Geräusch, das ich höre, ist das Hintergrundrauschen der kosmischen Strahlen. Du hast mich gefunden. Es gibt nur so wenig Licht. Ich dachte wirklich, ich würde nie wieder von einer anderen Seele hören. Wie hast du meine Stimme gefunden? Ich erwähne das abgestürzte Schiff. Kaputt. Ich erzähle dem Fremden vom verlassenen Schiffswrack und wie ich die ID seines Kommunikators im Notrufsignal entdeckt habe. Es ist draußen, aber ich glaube, ich bin sicher. Es gibt 16 von ihnen und sie sehen wie... Sollen wir fragen, wo er ist oder nach den 16 fragen? Ich würde mal erstmal nach ihm fragen, vielleicht gibt er uns dann mehr Auskunft. Okay, ich frage ihn, wo er ist. In den Augen des Fremden spiegeln sich Angst und Verwirrung. Nach ein paar Momenten der Stille wendet er sich flehend an mich. Du weißt nicht, wer du bist, oder? Du. Es hat mich belogen, es hat alle belogen. Der Ton bricht ab, aber sein Gesicht ist immer noch da, stumm, bevor es endgültig... Kommunikation beendet. Artemis braucht meine Hilfe. Ich muss einen Weg finden, um das Signal zu verstärken. Oh, nicht im Ernst. Ich muss da auch chromatische Metalle und Natriumnitrat reinfüllen. Gesundheit. Chromatische Metalle habe ich noch. Soll ich mal eben zu dir kommen? Ja, komm mal bitte. Wie doof ist das denn? Und natürlich ist hier wieder kein Natrium in der Nähe, weißt du?
Aber, ach doch, da hinten. Ganz ehrlich, die Sounds. Das Chameleon. Die Sounds, die müssen die auf jeden Fall fixen, ey. Das geht ja gar nicht. Egal, was du da für einen Lautstärkepegel einstellst, früher oder später fliegt dir, wenn du mit dem Schiff fliegst, die Löffel weg. Ja, also bei mir geht's eigentlich. Alter, ich hab, weißt du was, so geht das ja noch einigermaßen. Aber wenn man fliegt, ist noch okay. Und dann, wenn du aus diesem Hypersprung da raustrittst, Alter, das ballert hier alles raus.